Hallo und willkommen zu einer neuen Folge bei unserer Not-So-Berry Challenge. Ich bin ja schon am Lachen, schon zu Beginn der Folge. Eigentlich wollte ich erst warten, bis es morgen ist, bevor wir die Folge starten. Aber wie ihr seht, machen hier unsere Mieter eine Mieterrevolte. Warum machen die eine Mieterrevolte? Wir haben uns so gut um die gekümmert. Die haben so schöne Grundstücke. Ich habe keine Ahnung, was denen fehlt. Bevor es aber losgeht, möchte ich dir herzlich danken, dass du dir dieses Video anschaust. Ich freue mich wirklich sehr, dass du da bist. Falls das noch nicht geschehen ist, dann lass mir gerne ein Abo oder einen Daumen nach oben da. Das hilft nämlich meinem Video sehr stark, beziehungsweise das pusht meinen Kanal so richtig voran. Ja, die Mieterrevolte. Deine Zeit ist gekommen. Der Haushalt Wilder in 3 reißt sein Bar. Oh, ich muss noch das Grundstück umbenennen hier. Und Bunker hat die schlechten Lebensbedingungen schon viel zu lange ertragen. Und jetzt steht er kurz vor einem Aufstand. Versuche per Post ein Schlichtungsschreiben zu versenden oder besuche die Mieteinheit umgehend und kümmere dich um ihre Probleme, bevor deine Mieteinheitbewertung beeinträchtigt wird. Welche Probleme habt ihr denn bitte? Jared, es tut mir leid, du darfst nicht ins Bett gehen. Und welcher Bewohner ist das? Die Mieteinheit 3. Ich glaube, ich habe es 1, 2, 3 gemacht, oder? Schauen wir doch mal im Baumodus. Die gelbe Einheit ist die 3, die da hinten. Wonach habe ich das denn aufgeteilt? Ach so, weil ja unser Grundstück die 1 ist, okay. Warum? Und die hier mit ihren blöden Schildern. Ich sehe schon. Und hier, die Dame hier kommt auch schon mit dem Schild. Was soll das? Ist das der Carlos, der in der 3 wohnt? Jared kann sich ja noch nicht in den Werwolf verwandeln, weil er noch nie einen Vollmond, glaub, als Teenager erlebt hat. Können wir zu dem gemeint sein? Ich habe keine Lust, mich um den zu kümmern. Bösartig. Ja, verspotte den mal. Wie die hier stehen mit ihrem blöden Schild drin. Ihr seid nette Nachbarn. Wir sind jetzt mal gemein zu dem. Ja, hallo. Warum bitte gibt es eine Revolte? Ich verstehe das nicht. Denen geht's doch gut. Hier ist unser Mietshaus. Hier, die haben sogar schon 3 Sterne. Was fehlt denen denn noch? Toilette. Doch, die haben eine Toilette, oder? Habe ich Toilette vergessen? Nee. Hier ist eine. Zählt er sich als Toilette? Und das ist ein öffentliches Grundstück hier. Also das Badezimmer hier, weil ja das eine Art Campingplatz ist, habe ich das Badezimmer für alle eingerichtet. Und das ist ja für alle zugänglich. Die müssten doch dann hier auch auf eine Toilette Zugriff haben, oder? Die haben hier die Sanitäranlagen drin. Ist nicht eingeteilt für einen Haushalt. Das gehört wirklich allen. Ja, sei mal gemein zu dem. Was soll das hier mit dieser Revolte? Jared hat kein Verständnis. Anbrüllen. Ja, mach dich lächerlich über ihn. Ist zu viel. Wieso? Ja, aber wir haben keine Wahl. Wir müssen mit dem über die blöden Bedingungen reden. Ja, aber du bist jetzt hier unten durch bei uns, mein Lieber. Wart's nur ab, bis wir zum Werwolf werden, dann fressen wir dich. Sogar die macht mit. Deine Kunst ist genauso grässlich wie du. Hey, anscheinend ist Jared nicht gut mit einem besonders idealistischen Sim ausgekommen. Idealistische Sims sind den Kreativen besonders begabt. Sie schlagen häufig den Weg der Kunst oder der Musik ein und mögen kreative Tätigkeiten aller Art. Einige Sims können mit Kunst jedoch nichts anfangen oder bezeichnen sie als prätentiös. Würdest du im Hinblick auf die Sim-Präferenzen sagen, dass Jared idealistische Sims nicht mag? Ja, tatsächlich würde ich dem sogar recht geben. Normalerweise gebe ich diese negativen Sachen nicht so gerne, weil das immer lästig ist im Gameplay dann. Aber weil Jared ja Politiker wird und so ein bisschen, ja, er ist jetzt nicht so der Kreative, würde ich mal sagen. Er ist eher so, keine Ahnung. Logisch denken, der hat kein Verständnis für Kunst und so. Also von daher würde ich schon sagen, dass es so trifft. Aber ich finde die Beschreibung idealistisches Sim nicht so ganz passend zu dieser Persönlichkeitsart.
was die meinen. Aber okay, wir sagen mal ja, er mag den nicht. Oder Sims wie den mag er nicht. Ja gut, haben wir festgestellt. Magst du mal mit denen reden? Jared verspricht ihm das Blaue vom Himmel, auch wenn die das nie bekommen werden. Das können wir jetzt schon sagen. Du hast durch die Revolte ausgedrückte Unzufriedenheit der Mitparteien ignoriert. Hey, wir haben mit dem über bessere Bedingungen gesprochen. Die Bewertung ist gesunken. Hey. Vielleicht, weil wir vorher gemein zu dem waren. Oh, Jared. Geh erstmal ins Bett. Ist egal, die Mitarbeiterbewertung geht dann schon wieder hoch. Also, hallo? Die haben hier keinen Grund, sich zu beschweren. Mhm. Die haben es schön hier. Die sollen mal bei Debbie wohnen, dann wissen sie, was nicht schön ist. Ja, geh ins Bett, mein Lieber. Du hast es dir verdient. Und die kleine Kira, die muss jetzt wieder aufstehen, weil sie muss aufs Klo. Aber wir lassen sie doch kurz schlafen. Sie soll es noch aushalten für eine kurze Zeit. Wir haben Kindesunterhaltszahlung bekommen. Oh, okay. Ah ja, vom Papa von Jared. So kann man auch Geld machen. Ja, gehen wir wild abknödeln. Auf geht's. Und dann musst du mal wild duschen. Ja, kleine Wirbelfin. Schaffst du es aufs Klo? Ja, sollte gehen. Sieht gut aus. So, und der Garten sieht aus wie Sau. Ja, wenn du geduscht hast, das muss dein Bruder machen. Aber du kannst schon mal jetten, dann muss dein Bruder nur noch das Gift verstreuen, wegen den Käfern. Und hier kannst du auch jetten gehen. Das ist ja unsere Einnahmequelle. Ja. Wir müssen immer noch das Bestreben machen und die Noten verbessern. Amor-Chat. Ja, der wird jetzt wahrscheinlich einen halben Tag schlafen. Dann beobachten wir so lange Kira. Und nein, wir müssen zur Schule. Nein. Wie gut ist denn deine Note durchschnittlich? Naja, könnte schlimmer sein. Jettest du mal so viel, wie du schaffst. Ja, der zweite Garten wird nicht mehr reichen. Gut. Ihr dürft zur Schule gehen. Ciao, Kira. Und du musst aufstehen, Jared. Auch wenn du die halbe Nacht wach warst, es tut mir leid. Und wenn du wiederkommst, wartet eine Menge Hausarbeit auf dich. Der Arme. Ja, die Nachbarin ist sich am Abreagieren, wie es aussieht. Sieht ein bisschen traurig aus. So, Kira ist zur Schule. Und Jared auch. Bye bye. Einsamer Streber. Kira spielt in der Pause alleine, als ein Streberkind sie fragt, ob es mitspielen darf. Es gibt keinen wirklichen Grund, Nein zu sagen, außer dass sonst niemand es mitspielen lassen würde. Wird Kira die Erste sein? Jo, lass ihn mitmachen, der Arme. Kira hat keine Angst davor, was die anderen Kinder sagen. Sie und das... Hey, ich bin ja am Lesen. Ich weiß, wir müssen die Uni schauen. Sie und das Streberkind haben eine Menge Spaß, bis sie es als Dummkopf bezeichnet. Hey, das ist nicht fair. Streber dürfen nicht unverschämt sein. Was für ein böser Streber ist das? So, Kira hat ein Schulprojekt. Sehr gut, das können wir gebrauchen für die Note. Und Jared genauso. Aber Jared ist zu müde. Er kann doch nicht jetten. Mein Lieber, du musst jetzt doch ins Bett gehen. Schau. Hier ist ein schönes Zimmer. Gehst du in dein Bett rein? Ja, Kira, du kannst hier mal jetten gehen. Es tut mir leid. Ich weiß, du hast keine Lust nach der Schule noch das zu machen, aber du hattest doch ansonsten bis auf den Streber einen guten Schultag und hier unser Windrad ist kaputt. Du musst dann Jared reparieren, sobald er wieder ein bisschen Energie hat. Ja, du machst es gut. Du willst was essen. Ja, so doll Hunger hast du noch nicht, oder? Hast du hier fertig gejettet? Ja, doch, hast du. Ja, gut, du darfst es. Du wolltest hier bei dieser Tasche was holen. Ja, hast du dir verdient. Was magst du denn hier essen? Ein Erdnussbutter-Chili-Sandwich. Ich habe keine Ahnung, warum man sowas isst. Aber du kommst da nicht ran. Und bei diesem Dings hier? Bei diesem Koffer? Da kommst du ran. Okay, da holst du sich jetzt ein Müsli. Ja, zum Mittagessen passt ja auch voll. So, ja. Oh, hier liegen Sachen rum. Mit wem redest du? Selbstgeschichte erzählen. Wieso erzählst du dir eine Geschichte? Ja.
Erzählst du eine gruselige Geschichte über Werwölfe? Oh, jetzt ist sie wütend. Wichtiger Wachstumsschub, weil ein kleiner Werwolf ist. Das Großwerden ist schon seltsam. Ist schon seltsam genug. Und jetzt auch noch das? Ja, das glaube ich dir, Kira, du Arme. Ja gut, hast du gegessen? Nein, keine Pfützen aufwischen. Dann tu mal hier dein Schulprojekt raus. Ach ja, Frösche züchten kann man auch. Die kann man ja dann verkaufen. So, Schulprojekt. Wo hast du es? Hier ist es. Oh, und du hast eine Zeichnung gemacht. So, dann darfst du jetzt vorsichtig arbeiten. Ja. Charlotte kann es auch mal hier rausstellen, dann vergesse ich es vielleicht nicht. Ich stelle die darum immer gern in den Garten, dann sehe ich die immer. Damit ich die möglichst nicht vergesse zu machen. So. Oh, der ist immer noch hundemüde. Ich hätte nicht gerne, dass du hier anfängst, solche Sachen zu backen und so, damit du Pizza verkaufen kannst. Minze verdient Geld, obwohl sie gar nicht zu Hause ist. Und ein Urlaubstag. Die war wohl bei der Arbeit. Hallo? Und die Kinder hier ganz alleine? Die sind wirklich abgehauen und sind nicht entführt worden, glaube ich. Ein Spuk. Ein spukender Geist treibt in der Mitternacht sein Unwesen. Versuche, den lästigen Plagegeist zu besänftigen. Wo denn? Ein Geist vertreiben. Wahrscheinlich auf dem Gemeinschaftsgrundstück, oder? Und wo ist jetzt hier ein Geist? Das hatten wir auch schon mal mit Debbie. Hallo, Geist. Wo bist du? Ich sehe dich nicht. Ja, die Frage ist, wo dieser Geist ist. Könnten die das nicht wenigstens sagen, wo genau der ist? Das steht nur in der Mieteinheit. Ich nehme mal an, der ist auf dem Gemeinschaftsgrundstück. Der steht hier einfach rum. Der braucht wohl eine Weile, bis er auftaucht. Selene Lopez. Und was macht die hier? Ja, konfrontiere sie mal. Steh auf, Jared. Du bist der Einzige, der das tun kann. Die hängt hier eigentlich nur ab, die Arme. Ja, du hast dich, glaube ich, ein bisschen verirrt. Das ist ein Werwolfslager. Hier kannst du nicht als Geist sein. Aber ich glaube, sie war auch eine Werwolfin zu ihren Lebzeiten. Das ist, glaube ich, die Barkeeperin gewesen. Die hier mal gearbeitet hat auf dem Grundstück. Verschwinde, Geist! Sie will nicht. Kannst du nochmal konfrontieren? Nicht weggehen! Jared, ich weiß, du bist müde, es tut mir leid. Aber du musst sie vertreiben. Hier, die macht noch unsere Sachen kaputt und dann haben wir noch schlechtere Bewertung. Verschwinde, Geist! Sie will nicht. Was sollen wir jetzt machen? Vielleicht stellst du dich mal vor. Hilft es, wenn wir erst nett zu ihr sind? Ja, du hast keine Lust, ich weiß. Okay, sie sind befreundet. Kannst du sie jetzt nochmal konfrontieren? Kannst du bitte gehen? Aber irgendwie passiert hier nichts. Er will hier romantische Sachen. Nein, ganz sicher nicht. Smalltalk? Fragen? Ich weiß nicht, wie wir sie loswerden. Musst du da gemeint zu ihr sein? Wegen schwachen Naturell beleidigen. Hier gibt es nicht wirklich was, um sie loszuwerden. Fragen, ob sie Werwölfe werden möchte. Sie ist tot. Ich glaube, das bringt nicht mehr viel. Ich weiß nicht, wie wir sie loswerden können. Wir haben sie schon 500 Mal konfrontiert. Ich weiß nicht, was wir noch machen sollen.
Hey, Sorda! Kann Kira was machen? Konfrontier sie mal. Vielleicht hast du mehr Glück. Savar Epso, quick! Nee, Jared kriegt's nicht hin. So, zum 500. Mal. Nee, die hat keine Lust, hier abzuhauen. Kira, kannst du dich hier mit ihr beschäftigen? Nee, ihre Aktion wird irgendwie immer abgebrochen. Ich glaube, die kann das gar nicht konfrontieren. Jetzt haben wir auch noch Besuch. Doch, jetzt kommt sie, okay. Schaffst du es, den Geist zu betreiben, hier als kleines Mädchen? Du bist tough, du kriegst das schon. Verschwinden sie. Hier, das geht gar nicht, mir einfach abzuhängen. Nee, die will nicht. Was sollen wir jetzt machen? Muss ich jetzt gemein zu ihr sein? Hat sie sogar Selbstsicherheit gewonnen? Entschuldigen, nein. Konfrontier sie nochmal. Bösartig. Beschimpfen. Ich meine, wir haben es mit Netzheim versucht. Das hat nicht funktioniert. Verschwinde, Geist. Endlich. Wir haben es dir schon 500 Mal gesagt. Also würdest du jetzt mal bitte gehen? Nö. Ich krieg's dir nicht weg. Bei der Bittermeister habe ich es dann auch nach dem Vorstellen hinbekommen. Ja, ich krieg's hier nicht weg. Dann sinkt halt die Bewertung jetzt noch weiter. Ich weiß auch nicht, was ich machen soll. Könnte auch ein Bug sein, man weiß es nicht. Gehst du mal hier aufs Klo, meine Kleine? Oh, du wirst erschreckt vom Gespenst. Ja, weil die da wieder drin sitzt mit den Käferchen. Oh, der arme Jared. Bist du jetzt genug erschreckt worden? Gehst du mal bitte aufs Klo? Oh, jetzt hat sie Angst. Oh, Kira, du Arme. Vom Gespenst geschockt, weil von Gespenst erschreckt wurde. Der Kontakt mit den Übernatürlichen beunruhigt die stärkste Seele. Du bist auch übernatürlich, Kira. Ja, schaffst du es aufs Klo? Ja, sollte gehen. Jetzt hängt ihr hier in unserem Haus ab. Ja, die Arme. Kannst dann Reste nehmen. Sollte noch Essen da sein. Jared hat den Garten immer noch nicht geschafft. Ja, das Bett ist halt auch nicht das Beste. Darum füllt das die Energie nicht so gut auf. So, das reicht erstmal. Ich weiß, du hast Hunger, Jared. Du kannst noch essen. Ich hätte eigentlich gern, dass du hier mal unsere Pflanzen rettest. Aber er kann es, glaube ich, weil er jetzt so angespannt ist. Okay. Dann ist halt erstmal was. Reste nehmen. Jetzt liegt hier Müll rum. Warum liegt hier Müll? Kannst du das noch wegwerfen, Kira, bevor du ins Bett gehst? Der blöde Geist, ich glaube, der macht uns gerade alles kaputt hier. Ja, das Waschbecken ist kaputt. Das wird sicher auch gleich kaputt sein, wie das so schwebt hier. Mhm. Danke. Ja, toll. Kannst du bitte gehen? Ich werde den Geist nicht los. Vielleicht kannst du es ja nochmal versuchen bei dieser blöden Geistfrau. Konfrontier sie nochmal. Kann man da nicht irgendwelche Geisterjäger rufen?
Ich wüsste nicht, wie ich die sonst noch loswerden kann. Oh, wir müssen Rechnung bezahlen. Ja, bezahl halt mal die Rechnung, Jared. Und ja, du hast deine Pizza gar nicht aufgegessen. Ja, wir können nichts gegen diesen blöden Geist machen. Keine Ahnung warum. Ja, der Teller stinkt. Iss aber erstmal deine Pizza hier. Wo habt ihr die her? Immer noch vom Babysitter damals? Du willst Feuertanz machen. Ja, gut, mach das. Das brennt sowieso, warum auch immer. Wer hat das angezündet? Wenn es dir dann besser geht, Tanzfähigkeit erworben. Hui, du legst los hier. Oh, verbrenn dich nicht. Jared brennt, okay, nicht mehr. Und jetzt wieder zwischendurch essen. Ist doch erstmal fertig, bevor du sowas machst. Du kannst auch spielen. Gibt das ein bisschen Spaß? Ansonsten haben wir auch elektronische Geräte zu Hause. Blaue Vorstellung wegen misslungenen Feuertanz. Das Einzige, was noch lächerlicher war als die Flämmchen des Lagerfeuers, waren die Tanzversuche des Sims. Ja, kannst du jetzt Garten machen? Nö, zu angespannt. Ja, weil dein Spaß nicht hochgeht, ne? Ja, schau mal, wir haben doch Fernseher und so. Hier. Dann geh doch einfach ein bisschen fernsehen. Du wirst sowieso morgen hundemüde zur Schule gehen müssen. Der blöde Geist ist immer noch da. Ich werde dir einfach nicht los. Ist auch scheinbar wütend. Warum gehst du jetzt schon wieder raus, Jared? Schau doch erstmal hier fertig. Da will ich schon wieder zum Feuer rausgehen. Ah, wenn die nochmal in dieses Objekt reinfährt, ist es wohl wieder repariert? Da, habt ihr es gesehen? Es ist gerade nicht mehr kaputt. Du schaust den Kinokanal, Jared. Und jetzt ist es wieder kaputt. Wie oft willst du da noch reingehen? Nein, unsere Toilette. Dankeschön, du blöder Geist. Ja, ich krieg sie nicht weg. Kannst du mal bitte. 14 Stunden bleibt die blöde Frau noch hier. Das hält doch keiner aus. Ja, du musst ins Bett. Probier's nochmal und dann gehst du ins Bett. Die ist so stur. Wenn du nicht ein Geist wärst, würden wir dich jetzt fressen. Gedächtnis löschen. Mach das mal. Vielleicht benimmt sie sich ja nicht mehr so blöd. Oh. Okay, das gibt beim Toten wohl auch. Schelmfähigkeit erworben. Ah, sie weiß jetzt auch nicht mehr. Hier, Gedankenkontrolle, kannst du was machen? Säubern. Ja, sage mal, sie soll hier wenigstens putzen gehen. Wir haben noch das von Minza, das Gerät zum Gedanken manipulieren. Mach wenigstens hier sauber, aber es funktioniert nicht, oder? Oder schon? Ich glaube, es hat funktioniert. Sie geht, glaube ich, sauber machen. Okay, dann können wir sie wenigstens hier als Putzkraft einsetzen. Ja, wir haben jetzt mal eben hier einen Geist versklavt. Oh. Macht sie jetzt wenigstens Putzsachen? Wahrscheinlich will sie den Müll da aufräumen, hä? Auf dem Tisch. Ja, jetzt ist sie wenigstens beschäftigt und macht keine Möbel mehr kaputt. Wenn wir sie schon nicht loswerden, soll sie wenigstens für uns arbeiten. Ja. Tja, wie schön ist das denn? Dieses Objekt, was ich hier benutzt habe, könnt ihr übrigens in der Wissenschaftskarriere herstellen. Habe ich mit Minza gemacht, weil sie ja damals Wissenschaftlerin war. Sie hat ja dieses Frosty hergestellt. Da kannst du Leute, glaube ich, einfrieren, dann den. Oder war das das gleiche wie gut Gedankenkontroll-Ding? Ich glaube nicht. Das kannst du dann auch irgendwie verbessern. Ah, man hätte es noch verbessern können, aber das haben wir nicht mehr gemacht. Minza könnte es vielleicht verbessern. Du kannst Panik machen, noch einstellen, ein Sim transformieren, wo auch, wozu auch immer, und besser schlafen. Ach nein, dass er schlafen geht.
Das wäre cool. Und wir haben noch eine Klonmaschine, um Dinge zu klonen. Das ist voll das Cheat-Objekt. Das könnten wir benutzen. Und dann Sachen verkaufen. Ja. Kann man alles mit der Wissenschaftskarriere herstellen. Man muss aber die machen. Man kann sich einfach so herstellen. Man muss eine gewisse Karrierestufe erreicht haben, um das überhaupt herstellen zu dürfen. Das ist eine Voraussetzung. Ja, aber diese chaotische Folge neigt sich jetzt dem Ende zu. Ich lasse Jared noch ein bisschen schlafen. Naja, bis er zur Schule muss, er wird trotzdem todmüde sein morgen. Wir sind nicht weitergekommen in der Challenge. Ich hoffe, es wird die nächsten Tage besser und dass wir das Szenario überhaupt noch schaffen. Wir haben noch 12 Tage Zeit, um das alles zu schaffen. Dann wird Jared älter und wenn wir es nicht schaffen, ja, dann haben wir es nicht geschafft. Mal sehen. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei, wenn ihr irgendwelche Verbesserungsvorschläge habt oder Wünsche oder Anregungen. Ich bin immer offen dafür. Lasst es mich einfach wissen. Ansonsten mache ich so weiter wie bisher und gehe davon aus, dass es okay ist. Und ja, dann wünsche ich euch einen schönen Tag und viel Spaß, falls ihr selber spielen geht, ein anderes Video eurer Wahl anschaut oder irgendwas anderes Schönes unternehmt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!